Hallöchen, Popöchen, willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Mekko. Hast du mein neues Intro eigentlich gesehen? Geil, ne? Ich find's so, mir gefällt's richtig gut. Wir spielen heute Resident Evil 4 und jetzt könnt ihr es auch lesen. Eigentlich und stinkt, ich, ne? Find's wirklich geil, mir gefällt das so gut. Mir gefällt das so gut. Wir, mit dabei ist Mel übrigens, ne, hier. Die Melly, ne, mein Schatz. Wir haben in der letzten Folge, sollten wir zur Mühle laufen und dann kam auf einmal so ein Minotaurus-Mann mit einem riesen Slash-Hammer durch die Wand geknallt. Dem haben wir erstmal ordentlich ein paar Roundhouse-Kicks verpasst, like Chuck Norris. Und jetzt haben wir dieses Tor geöffnet und gehen dort weiter, was uns was dort erwartet. Links? Warte, stopp, was ist links? Hast schon Kopf bekommen. Da war ich vorhin, ja. Oh Mann, bleibt doch mal oben liegen jetzt. So. Hier, Freunde, ne? Glocke aktivieren. Und vor allen Dingen abonnieren. 90% der Leute, wir haben über 250 Wiedergabestunden aktuell. 250 Stunden, überleg mir, wie viele Tage das sind. Und 90% der Leute, die meine Videos schauen, haben leider nicht abonniert. Ich bin enttäuscht, Leute. Ja. Also wirklich, ihr supportet mich damit sehr. Und wir haben diesen Monat schon wirklich einen neuen Rekord für mich aufgestellt. Wir haben nämlich über 40 neue Abonnenten geschafft in einem Monat. Das ist für mich schon... Für die letzten Jahre geschafft hast. Dafür habe ich sonst ein Jahr gebraucht, Freunde. Ja, also es ist schon wirklich heftig. Du konntest in den Wagen gucken, ne? Ich weiß, ich glaube, ich kann da drunter krabbeln, weil das nicht aufgeht. Habe ich mir schon gedacht. Alter, was für Flöcke? Wer stellt denn so Flöcke auf? Sind wir hier bei The Forest? Was war da drunter? Ach, Blut. Die Pfütze. Weil die so komisch weiß leuchtet hier. Das ist die Pfütze, die gespiegelt hat. Man soll es ja vorschieben. Hallo Kuh. Im Wagen vor mir fährt ein dünnes Mädchen. Ich war Dog. Okay. Schön auf den Boden gucken, Melly. I look. Da schon wieder dieses komische Zeichen. Ich bin gespannt, was wir mit dem Peseten alles kaufen können. Oi! Boah. Junge, ich bin Chuck Norris. Kannst rechts rum. Da war ein Mini-Weg. Ah. Was ey. Den anderen kriegst du auch noch. Wenn wir warten. Da hinter dir. Freundchen. Kommt aber noch was. Wo kam der her? Ich habe ihn nur stöhnen gehört. Ach scheiße, ich habe was vergessen. Sekunde. Moin. So, Entschuldigung, ich musste die Videos, die wir gerade erstellt haben, schon mal hochladen. Da sind noch mehr. El Poracero! Oma! Ich hab die Mutter. Erstmal ein Loch ins Auge geschossen. Sieht aber nicht normal aus. Sieht aus wie. Ne? Die sah nicht gut aus. Devil Within. Naja, ist das nicht die Evil Within? Evil, ja. Hey, wenn dann richtig hier, Fräulein. Ja, du bist so ein kleiner Korinthen-Kacker, ehrlich. Ich bin Deutscher. Ekelhaft. Ich bin Allmann. Allmann? Allmann. Okay, hier braucht man eine Taschenlampe. Mach langsam. Komm, pack mal die Taschenlampe aus, du Idiot. Hallo. Ist keine mehr, oder was? Nein, freut ja nicht. Die Grafik ist schon krass. Da oben hängt eine Fledermaus. Zeig mal. Vielleicht geben die was. Naja, da könnt ihr mich aber nicht erschrecken. Ich habe euch zuerst in die Fresse geschossen. Da. Entschuldigung, kommen Sie zurück, bitte. Ja, lass nämlich.
Okay. Da ist irgendwo C4. Die ist hier lang abgehauen. Da ist irgendwo C. Kann man drüber springen? Da ist irgendwo bei dir. Ja. Da drinnen. Oh, lauf! Alter, du läufst wie die letzte Oma. Der wirft gar nichts mehr. Ah, der hätte man auch hier lang gekonnt, ja, okay. Gesplittet. Was hab ich? Du hast ihn gesplittet. Oh, Hola. Oh, du Pisas. Das sind noch zwei, ja. Oh, pass auf. Na? Der wollte noch mal nach dir schnappen. Ah, der hat verwandelt. Wie eine alte. Hinter dir? Hat auch eine Bärenfalle vor dir? Wo? Da. Oha! Was ist denn los mit dir? Pass Oha! Auf, Bier. Ja, ich bin ja geduckt. Oha! Die habe ich gar nicht gesehen. Fast reingelaufen auch noch. Kann ich die entschärfen? Ja, super. Ich wollte sie entschärfen, ich wusste nicht, dass er noch... Hast du ja geschafft. Der ist aber einen Schritt weiter gegangen, als ich wollte. Also ich bin eigentlich stehen geblieben. Hier ist noch eine. Guck mal, da bin ich auch schon dran vorbeigelaufen. Ich bin doch hier durchgelaufen. Für Dynamit? Ja, ich auch. Ja, noch immer. Nee. Bestimmt oben irgendwo. Das war daneben. Ja klar, hat hier noch eine zweite Axt im Arsch. Wird noch eine Falle? Da ist irgendwo Dynamit. Der ist schon sicher. Aber knapp. Vorher hinter mir habe ich gesehen. Oder war ja eine rote Markierung. Okay. Jetzt habe ich ein Problem. Hey, haben die irgendwo hin? Schmeiß das hier. Oh! Raus! Ey, die hat das da oben reingeschmissen! Oh, Fräulein. Jetzt reicht's aber. Muss die Bitch. Pass auf, Bärenfalle vor dir. Alles schon zu. Wen will die verarschen? Wo ist sie? Kannst du nicht nochmal einen Trank weiter oder irgendwas nehmen? Ach was, ich bin doch noch über die Hälfte voll. Okay. Ey, muss ja irgendwo rechts sein. Auf die Hand. Oder hat der C4 in der Hand? Ja, ein Faller. Da geht eine Treppe nach oben. Da kannst du Glück haben. Oh. Ja, da ist sie doch. Komm mal her, Amaken. Kannst du dir nicht das C4 jetzt abnehmen, Alter? Das macht doch nur Sinn.
Okay, gucken wir uns da unten nochmal weiter um. Da ist wieder so eine Tür von der Sekte. Aber da brauche ich wieder einen Schlüssel für. Wahrscheinlich, ja. Ja. Da klopft irgendwas. Ah, ich will gar nicht wissen, was da klopft. Ganz ehrlich. Was ist denn da auf dem Wasser? Geradeaus zu. Sieht aus wie ein Baum, der unter Wasser ist. Die Fische haben auch keinen Bock mehr hier zu leben. Die Fische sind schon alle platt. Hier liegt noch was, den habe ich ja gerade in die Fresse geschossen. Kann man nicht lang hier? Nee. Weil das so aussieht. Naja, okay. Kannst du da noch rein? Ich suche einen Eingang. Hier etwa? Oh. Ein Schloss. Der wurde schon so morsch aus. Da ist irgendwo C4. Dann laufen wir mal geduckt, dann können wir auch nicht reinlaufen. Wie doof das ist mit diesen ganzen Schlüsseln immer. Oh, da kann man doch reinlaufen. Was ist das? Bin mir nicht sicher, ob wir es wissen wollen, oder Melly? Lass die Waffe fallen. Lass die Waffe fallen. Nicht so, als hätte ich dich gewarnt, hä? Ist hier noch was? Schießpulver. Also wir haben noch genug Munition eigentlich, wir können auch neue noch herstellen, eigentlich geht's mir gut. Aber guck mal, ich könnte doch jetzt, wir haben noch diese Eier bekommen und die sollen doch Leben herstellen, guck mal. Zack. Boah, das war aber gut. Das hat ordentlich geheilt. Jetzt weiß ich, mit wem ich da hochklettern kann. Hier. Hallöchen. Die Tochter des Bürgermeisters da. Vom Präsidenten. Nee. Fast. Etwas Feingefühl. Sahst aus, als wolltest du reden. Wie aufmerksam, Senior. Egal. Hast du eine Kippe? Weißt du, die sind dein wahres Grab. Oh, na gut. Dann mach mich wenigstens los. Das ist die erste Frage. Hast du eine Kippe, weißt du? Könnte ja sonst was sein. Frau Der, nicht der Typ. Wer sind Sie? Oh. Stehen bleiben! Von der. Schon großer Willi. Oha! Mit Sprit. Nein! Also, das ist neu. Kapitel beendet. Das ist neu, das gab's vorher nicht. Der du hat nie irgendwie unten in dir. Schreibmaschine. Weiter. Kapitelergebnis. Mission im vollen Gange. Führen Sie einen Stealth-Kill aus. Führen Sie einen Nahkampfangriff aus. Kombinieren Sie Objekte miteinander. Bringen Sie einen Talisman am Aktenkoffer an. Besiegen Sie 10 Gegner mit Nahkampfangriffen. Besiegen Sie 5 Gegner mit Messerangriffen. Schießen Sie einen Ganado, eine Stange Dynamit aus der Hand. Und dafür habe ich die ganzen Punkte noch bekommen. Okay. Mit den AP, die Sie für den Abschluss von Herausforderungen erhalten, können Sie im Boni-Shop Belohnungen erwerben. Dankeschön.
Ja. Tode, 0. Genauigkeit 90%. Ja gut, wir spielen auch mit Amethyst, also von daher. Also wir spielen wirklich den einfach Story-Modus. 90%, da geht aber ein bisschen mehr, ne? Da haben wir irgendwo geschludert. Ich sage, da waren irgendwo die Schlüssel. 90% Zielgenauigkeit. Ach so. Ich habe mit 90% den Gegnern... Ich dachte, wir haben nur 90% von der Aufgabe. Nein, erledigt. Ich habe 90% von mit meinen Schüssen die Gegner getroffen. Stand denn da, wie viel wir erledigt hatten von denen? Im ersten Kapitel? Getötete Gegner 44. Nee, wie viel Prozent? Steht da nicht. Schade. Das wäre mal interessant für mich. Ich weiß, ich bin ja so ein Gieriger. Habe ich jetzt alles... Habe ich das gut gemacht? Schatzi, natürlich haben wir das gut gemacht. Prost! Opferlamm. Opferlamm? Du wirst den heiligen Opfer empfangen. Lamm, Junge. Es beginnt jetzt. Ach so. Da hat er den Symbionten. Der muss jetzt endlich killen. Teufel. Hey! Sachte! Also, Mann. Wie heißt du? Leon. Redet euch doch einfach mit dem Ding. Ich bin Luis Serra. Und wie es aussieht, haben wir beide das falsche Hotel gebucht. Hey! Lass das! Du tust mir weh! Und ich hab genug am Ende. Ich verstehe, was du vorhast. Nicht das erste Mal in so einer Lage. Hm? Lass mich raten. Du suchst hier nach jemandem? Sag nichts. Vielleicht eine vermisste Señorita? Eine junge Frau? Rede. Jetzt. Schon gut. Sie sprachen davon, eine Señorita wegzubringen. Wegbringen? Wohin? Er weiß. Aber später habe ich sie jemanden zur alten Kirche zerren sehen. Deinetwegen gehe ich noch. Boah. Und jetzt nimmst du dir die Axt und haust auf die Ketten. Oder auch nicht. Hey, wo willst du hin? Nos vemos, amigo. Was los? Nos vemos, amigo. Por favor. Shit, meine Ausrüstung. Muchacho. Boah, alles weg. Alles weg. Scheiße. Und jetzt mal die sich. Condor One an Basis. Habe Baby Eagle lokalisiert. Offenbar wird sie in einer Kirche festgehalten. Gut, wir kommen voran. Die Info ist von einem Typen, den ich hier gerade getroffen habe. Luis Serra. Kam mir irgendwie verdächtig vor. Kannst du den mal für mich überprüfen? Wird erledigt. Ich kümmere mich drum. In der Zwischenzeit, geh zu dieser Kirche. Mach ich. Wird wahrscheinlich eh mal Zeit für eine Beichte. Condor One, Ende. Aber erstmal brauchst du ein bisschen Spielerei. Erstmal hätte ich gern meinen Scheiß wieder. Wasser? Ist irgendwo noch los? Also eh nicht. Kanalisation. So viel zu den Brunnen im Dorf, ja? Oh, nein, warte. Das ist nicht dein. Nee, ist er nicht. Ich dachte, das wäre der Amigo mit der geblümten Lederjacke. Nee. Das ist er nicht. Ja,
Ja. Ah ja, ist schon hinter mir, Freundchen. Ich wollte mir gerade erklären, wie man das hier macht. Haben wir schon ein paar Mal gemacht. Also dementsprechend. Da ist noch irgendwo einer. Ich hab einen auch gehört. Auch ziemlich geil mit dem Benzin hier, ne? Mit der. Mit diesem Regenbogen, weißt du? Mit der Reflexion vom Benzin hier. Na bitte, da ist ja mein Zeug. Chris hat jetzt so eine Art Tutorial, wie man mit dem Messer spielt, ja? Ahí está! Der sieht nicht so aus, als wenn er das machen will. Aua! Aua! Diese Scheiße da. Da war hier so eine kleine Ratte. Da ist noch eine, ne? Du meinst davor. Dieses Elefantenvieh? Ja. Da wurde wieder eine. Weg dran, vor dir ist direkt eine Falle. Danke für die Info, ja. Sieht nicht so aus, als wenn ich hier reinkomme. Du musst bestimmt durchs Fenster. Puedes correr, pero no te puedes esconder. Mistkabel. Abgestochen habe ich dich. Die Ratte. Oh, die steche ich auch gleich ab, ey. Ich hab ein dickes Soufflé. Die rennt immer um. Trifft die noch? Kann man, glaube ich, gar nicht treffen. Krieg dich, du kleines Kackvieh. Ha! Oh! Man muss Ratten töten. Waren die nicht noch mehr? Kannst du jetzt erstmal deine Ausrüstung holen? Aber da waren Ratten! Ich soll 3 Ratten töten, steht da. Na, von der Seite komme ich da ran. War da oben was? Kommst du denn jetzt auch wieder raus? Sorry, aber das gehört mir. Ach ja, du kannst den Riegel. Den Riegel. Vote mal hier. Aber ich werde trotzdem nochmal zurückgehen, weil ich die Ratten eben abknalle. Hier drüben! Das ist der Händler! Wer ist das? Wie? Ich hab gedacht, da kommt wieder dieser Jabba. Das ist der Händler. So, soll 3 Ratten töten. Da war einer. Da war noch einer. Da. Da ist noch einer. Die hat sich auch da. Ich hatte auf dich gewartet. Lästige Fabrikbewohner. Hast du denn eine Aufgabe dafür gesehen? Weil angeblich sollen ja dafür so blaue Zettel hängen.
Aber ich habe jetzt keinen gesehen. Ich habe auch keinen gesehen. Nicht, was der hier, was mir auffällt, hat er, sag ich dir schon Bescheid. So, bevor wir jetzt aber weitergehen, können wir doch bei den Schätzen Edelsteine einsetzen. Wir haben zwei Rubine, die setzen wir ein. Und dann kriegen wir dafür mehr Geld. Dann lass uns mal zum Geschäft kommen. Ah, willkommen. Der Händler. Beim Händler können Sie mit Peseten, Petas, Waffen und Objekte erwerben oder sie gegen Peseten verkaufen. Sie können außerdem Ihre Waffen und Ausrüstung verbessern. Aufträge des Händlers. Sobald eine Aufgabe erledigt ist, die Sie über einen blauen Auftragszettel angenommen haben, können Sie sich Ihre Belohnung beim Händler abholen. Ich wusste auch, Kampf dich der Medaillons. Spinell, 3 Stück bekommen. Lästige Fabrikbewohner. Ja. War eine Aufgabe, haben ich wir nicht hab gesehen. Was Neues für dich, Partner. Ha, damit rennst du rum, Alter? Ich stelle mir den Umhang ganz schön schwer vor. Wichtige Objekte. Benutzt wichtige Objekte, die ihren Zweck Ob erfüllt haben, können sie an den Händler verkaufen. Das macht keinen Unterschied. Aber wir entscheiden, was es uns wert ist. Ach, zum Keller der Jagdhütte. Ja, den hatten wir gefunden, tatsächlich. Da wollen wir den Einländer. Boah, 12.000. Ich behalte mal die Küchenmesser. Ein paar Eier verkaufen. Ja, ich würde jetzt auch sagen. Ich behalte mal 2 Eier. Verkaufen. Ein hervorragender Deal. Kaufen. Schatzkarte Dorf. Die nehme ich. Du hast ein Faible für Schätze. Eine Pistole mit exzellenter Durchschlagskraft bei geringem Rückstoß. Oder reizt mich schon. Aber bis jetzt komme ich gut klar. Oha. Warum probierst du nicht mal eine neue Waffe aus, Fremder? Eine geräuscharme Schusswaffe, der sich Gegner leicht lahmlegen lassen. Die Bolzen können eingesammelt und wiederverwendet werden. Die Bolzen können nur Die Bolzen können vor Abschuss mit einem Minenaufsatz bestückt werden, der dann bei Näherung detoniert. Klingt eigentlich geil. Ein Repartiergewehr, das Schüsse auf große Distanz ausgelegt ist. Und dann noch ein schönes Fernrohr. Au. Koffererweiterung. Oh, ja, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Ein bisschen mehr Platz hat noch niemand. Also das reizt mich ja schon, genau, ne? Genau die richtige Größe für dich. Aber wir können auch noch Waffen tunen. Wir können das Messer besser machen. Wenn du machen, auch nur den Hauch einer Chance haben willst, solltest du übers Tunen nachdenken. Mhm. Eine Waffe den eigenen Bedürfnissen anzupassen. Oh. Hat etwas Künstlerisches, nicht wahr? Ja. Hier, wie du es haben wolltest. Langsam verstehen wir dein... Okay. Wäre das dann alles? Komm jederzeit wieder. Was ist das hier? Wie kommst du mit den Aufträgen voran? Wusstest du, dass die Spinelle, die du erhältst, gegen wertvolle Dinge eingetauscht werden können, die nicht anderweitig zum Verkauf stehen. Wir haben einen Haufen nützlicher Artikel, aber unsere Schatzkarten sind besonders empfehlenswert. Auf diesen Karten sind Verstecke der kostbaren Schätze des Kultsverzeichners. Hat ewig gedauert, die Informationen zusammenzutragen. Kannst mir und meinen Jungs dafür danken. Mit diesen Karten gehst du garantiert nie mehr pleite. Sicher, manchmal wirst du dich in ein gefährliches Gebiet wagen müssen, aber das kriegst du schon hin. Sicher, sicher, sicher. Oh. Ne, der hat. Das war wie so ein Tippen. Okay. Ich würde sagen. Kannst du das Weiße mit. Grüne mit dem Roten nochmal? Ja, das wollte ich machen, genau. Dann behalten wir die einfach. Und wir können das noch machen. Sehr gut.
Und wo ist jetzt dieses Lager? Ich kann jetzt hier keine Munition reintun oder so. Das ist doch einfach, das ist doch richtig dumm. Wofür habe ich denn ein Lager? Dafür, dass ich da nichts reintun kann. Ich kann nochmal Munition herstellen. Hatte ich noch so viel? Okay. Ja, dann würde ich sagen, lasse ich das Dingen hier. Das Spray, weil ich habe so viel Heilzeug. Und Spiel speichern nochmal. Und dann machen wir leider einen Cut. Also wir sind jetzt beim Händler angekommen. Mit seinem mega geilen Licht. Mhm. Hätte ich auch gern. Finde ich gut. Ja. Super geiles Spiel. Gefällt mir richtig gut bis jetzt. Was sagst du? Ist nicht schlecht, ne? Ist nicht schlecht. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ihr kennt das Ganze. Lasst ein bisschen Liebe da. Däumchen hoch, kommentieren und vor allem abonnieren. Genau. Abonnieren, abonnieren und abonnieren. So, und nicht anders. Denn nur so bekommen wir mehr Reichweite. Denkt dran, 90% der Leute haben nicht abonniert. Das ist so schade. Support ist kein Mord. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.